Welcome to special edition for Euro 2020 from Nine Media Design. We bring you intros and promos of the European Championship from around the world. Die Euro 2020 kommt immer mehr in die Gänge. 10 Tore in 3 Spielen gestern am langen Sonntag. Und die Schotten und die Tschechen und die Polen und die Slowaken, die dürfen da sehr, sehr gerne dran anknüpfen heute zum Wochenstart hier im Ersten. Herzlich willkommen Ihnen zum Fußball. Herzlich willkommen zur Fußball-Europameisterschaft 2020 hier live aus Köln. Ihre Experten sind Almut Schuld, Prinz Boateng und Stefan Kunz. Herzlich willkommen. Da seid ihr schon wieder. Da sind wir wieder. 2 Spiele heute für Sie. Wir haben heute Abend die Polen und die Slowaken. Und dann haben wir auch eine lange Zusammenfassung der schottischen Nationalmannschaft gegen die Tschechische Republik. Heute Abend Slowaken, Polen. Und gestern haben wir einiges schon mal gesehen. Gibt es aus eurer Sicht erste Trends auch nach den ersten 7 Spielen, die zu erkennen sind? Sie haben gewartet. Jetzt müssen Sie liefern. Die Teams aus Europas Fußballadel. All jene, die träumen vom Titel. Auch Belgien. Die Musterknaben stürmen ins Turnier. Alle Quali-Spiele gewonnen. Weltranglisten Erster. Geht da endlich was? Gegner heute Russland. Der Showdown in St. Petersburg. Live im Zweiten. Hallo aus Mainz. Schön, dass Sie hier sind. Endlich wieder Publikum. Schön, dass Sie dabei sind zu Hause. Herzlich willkommen. Das ist mein Empfang. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen des gesamten Sportstudio-Teams hier in unserer EM-Arena hier auf dem Lerchenberg. Wir freuen uns, dass wir Sie die nächsten 4 Wochen begleiten dürfen durch dieses ja doch sehr spezielle Turnier, durch diese paneuropäisch-pandemischen Spiele. Wir werden viel über Europa sprechen, aber wir werden natürlich vor allem viel über Fußball sprechen und das mit 2 Weltmeistern. Die Euro in ORF 1, live aus Bukarest. Österreich gegen Nordmazedonien. Endlich geht's los für unser Team. Gelingt gegen den Außenseiter der wichtige Auftaktsieg. Heute ab 17.10 Uhr live in ORF 1. Bei dieser Euro bleiben keine Fragen offen. Wie schießt man den perfekten Elfmeter? Was passiert eigentlich mit unserem Hirn bei einem Kopfball? Wie schreibt man eine richtige Fußballhymne? Ja, und was macht eigentlich Peter Filzmaier? Ich schaue mir das ganz genau an und analysiere. Außergewöhnliche Analysen, Stories, Fun Facts. Und alles, was Fußball so besonders macht. Heimspiel, das Magazin zur Euro. Heute 13.45 Uhr in ORF 1. Christian Eriksen, Sprechchöre gestern in Kopenhagen. Sehr bewegende, berührende Momente gestern im Spiel zwischen Dänemark und Finnland. Dieser Kollaps gestern von Christian Eriksen, sicherlich die Szene des zweiten Spieltages. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie erstmals heute live aus dem Nationalstadion von Bukarest, wo heute die österreichische Mannschaft das Auftaktspiel bestreiten wird, und zwar gegen Nordmazedonien. An meiner Seite natürlich Herbert Prohaska. Wie könnte es anders sein? Herbert, wir haben uns das gestern am Abend angesehen in einem Restaurant, diese Szene auch von Christian Eriksen. Große Erleichterung, als man dann gesehen hat und dann auch
auch später gehört hat, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Aber was glaubst du, bedeutet das auch jetzt für die Mitspieler, für den Gegner, eigentlich für alle Mannschaften bei diesem Turnier? UEFA Euro 2020 präsentiert von Booking.com und TikTok. Bukarest, die rumänische Hauptstadt, ist der erste Schauplatz an dem Grosskampftag an der Europameisterschaft. In der Arena Nationala spielt die Ukraine gegen Österreich. Es ist das Direktduell um den zweiten Tabellenplatz. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dem heutigen Showdown in der Gruppe C und B. Zwei Spiele werden um 6 Uhr ausgetragen. Zum einen eben das zwischen der Ukraine und Österreich. Und zum anderen spielt zeitgleich Nordmazedonien gegen Holland in Amsterdam in der Johan Cruyff Arena. Dort geht es nicht mehr um allzu viel. Weil die Holländer, die haben sich als Gruppenerste bereits qualifiziert für das Achtelfinale und Nordmazedonier sind bereits ausgeschieden als Tabellenletzte. Überall das und vor allem noch viel, viel mehr werden wir reden. Das machen wir unter anderem zusammen mit unserem neuen SRF-Fußballexperten, dem dreifachen Schweizer Meister mit dem FC Basel, Kai Fosser. UEFA Euro 2020 avec Booking.com et TikTok. Bienvenue sur RTS2 pour le 8e jour de cet Euro. Ce début d'après-midi, direction Saint-Pétersbourg pour Suède-Slovaquie. Le stade accueillera un quart de finale. C'est une superbe enceinte. Je crois même que c'est une des plus chères du monde. Bonjour à toutes et à tous. Ravi vraiment de vous retrouver en direct pour le groupe E, celui de l'Espagne et de la Pologne qui joue demain, mais aussi celui de Suède-Slovaquie qui se retrouve 20 ans après leur dernière grande compétition en commun pour être en face à face. Je suis à côté d'eux. Il y a Steve Roth à ma droite. Bonjour Steve. Bonjour Mathieu. On revient avec vous sur les matchs d'hier dans un instant. Et puis bien sûr, Yves Debonnaire que vous aurez reconnu pour nous accompagner cet après-midi. Bonjour Yves. Bonjour Mathieu.